Herzlich willkommen auf Brainshock TV. In diesem Video geht es um die Preiserhöhung von Vodafone. Nachdem erste Internetanbieter die Preise erhöht haben, zieht jetzt Vodafone nach. Seit März unterrichtet Vodafone seine Kunden darüber, dass ab Mai 2023 eine Preiserhöhung erfolgt. Vodafone begründet den Anstieg mit der Erhöhung der Energiepreise. Laut den Betroffenen handelt es sich hierbei um 5 Euro mehr Kosten. Wenn du zum Beispiel einen 32,99 Vertrag hast, kostet er dann 37,99, was dann 60 Euro im Jahr ausmacht. Noch können Kunden aber gegen die Preiserhöhung vorgehen. Allerdings müssen sie sich beeilen. Gemäß dem Telekommunikationsgesetz liegt bei einer einseitigen Vertragsveränderung von Seiten des Anbieters ein Sonderkündigungsrecht vor. Demzufolge müssen Anbieter sie mindestens einen Monat vor Vertragsänderung darüber informieren. Ab Zeitpunkt der offiziellen Ankündigung habt ihr dann 3 Monate Zeit, um die Kündigung einzureichen. Die darf allerdings erst eintreten, wenn auch die Vertragsveränderung erfolgt. Die Preiserhöhung ist auch laut der Verbraucherzentrale nicht zulässig. Im Falle einer Kündigung darf der Netzbetreiber keine weiteren Kosten abrufen. Es sei denn, Kunden behalten die Endgeräte. Die AGBs des Internetanbieters sind eigentlich auch nicht zulässig, wenn man das genau mal liest. Grund dafür ist, dass sich Vodafone in den allgemeinen Geschäftsbedingungen das Recht zur einseitigen Vertragsveränderung vorbehalte, ohne die Interessen der Verbraucher angemessen zu berücksichtigen. Der bloße Verweis auf das Kündigungsrecht genügt nicht. Ich kann euch nur empfehlen, Vodafone zu kündigen, schnellstmöglich, weil diese 5 Euro für diese Qualität muss jeder für sich selber entscheiden, aber kriegt man dann für den Preis auch vielleicht einen besseren Anbieter. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, gerne ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Video.